Elektroschocker auf volle Kraft. Ausgepackt und aufgebaut ist, kommt niemand ins Raptorengehege. Hallöchen, ich bin's, Mr. DNS. Und ich kann dir helfen. Mit der Zunge zu berühren. Elektroschocker auf volle Kraft. Er hat die Käfigbahn kaputt gemacht. Bis die wieder läuft, bewegt sich dieser Raptor nicht vom Fest. Behilflich sein? Ja. Ah.
Infos für dich. Käfigleiter klemmt. Kann doch mal jemand den Sicherheitscode eingeben? Viel Glück. Ich komme mit dieser Schalltafel so gar nicht klar. Das war jetzt so. Zieh das Tor hoch! Velociraptor? Nein, kein Velociraptor. Vielleicht wurde bei einer anderen Ausgrabungsstätte was gefunden. Checkpoint. Ich finde hier nur alte Münzen. Was? Wirklich? Das ist ja unglaublich! Ha? Wieso? Nun, bisher wussten wir nicht mal, dass Dinosaurier irgendeine Kultur besaßen, geschweige denn ein Währungssystem. Sag mir doch nochmal, was deine Qualifikationen für diese Ausgrabung waren. Ich bin mir ganz sicher, genau hier befindet sich ein Raptor. Yep, hier bin ich goldrichtig. In ein paar Minuten habe ich es geschafft. Nur noch ein bisschen. Ach, Manno, es war da drüben. Ich war so nah dran. Ja, ja. Velociraptor? Ja, und in gutem Zustand. Wenigstens ein Teil der Lorbeeren gebührt mir. Es war praktisch mein Fund. Bauen wir mal hier einen kleinen Leiter. Ist das Teil festgeschraubt? Komm schon, beweg dich! Wenn ich das Ding da rauskriege, bin ich ausgestorben. Ah.
Presslufthammer? Das ist eine Bombenidee. Bin noch ganz vorsichtig. Hast du etwas Kleber dabei? Richtig, das eine Mal, dass ich keine Schere dabei habe. Na komm, wer war denn das? Was ist das überhaupt, ein Weberknoten? Ich schon. Vielleicht ist das ein Palsteg. Denk dran, die Doktoren Cynthia und Frank wollen, dass wir bei diesem Fossil größte Vorsicht walten lassen. Mal bringe ich einen Sandstrahler mit. Und hier. 16 cm lange Raubkralle, scharf wie ein Rasiermesser auf der Mittelzehe. Grant, Dr. Sattler, wir sind fertig für den nächsten Versuch. Ich hasse Computer. Beruht auf Gegenseitigkeit. Ich geb's auf. Versuch du. Oh, Vorsicht! Dieses Seil hält. Wie nennt man das noch? Es liegt mir auf der Zunge. Moment, zerbrechlicher. Das passt. Dieses Seil hält zerbrechliche Ausrüstung. Sorry. Der perfekt erhaltene Schenkelknochen eines Compsognathus. Wirklich? Oh, nein, das ist meiner. Ich hatte Hähnchenschenkel zu Mittag. Ich habe hier irgendwie an den Lego spielen eigentlich. Ja, krass. Weiß ich, was das Problem ist. Es braucht zwei Räder, nicht nur eins. Und einen Lenker. Deswegen bist du runtergefallen, Dave. Kein Lenker. Dass ich jetzt hier selber noch nicht weiß, was ich hier machen wollte. Ja, überleben. Hm?
Danke. Ja, ja, jetzt sollte es nicht mehr zur Seite gehen. Da war der Reifen. Es fehlt nur noch der Lenker. Behilflich sein? Ich habe mir nur gesagt, dass ich... Zack, zack, zack machen. Und hier ist der Lenker. Dankeschön. Fantastisch. Jetzt sieht es genauso aus wie in der Anleitung. Man jagt den Radarstrahl in den Boden und der Knochen reflektiert das Bild. Das Programm ist unglaublich. Noch 2 Jahre und wir brauchen nicht mal mehr zu graben. Wo bleibt denn da der Spaß? Ein 2-Meter-Truthahn. Juhu! Oh.
Wer sind Sie eigentlich? John Hammond. Ich besitze eine Insel. Eine Art biologisches Reservat. Spektakulär. Ich habe keine Kosten gescheut. Unsere Attraktion wird die Kinder um den Verstand bringen. Wenn ich Sie dazu überreden könnte, den Park quasi abzusegnen, könnte ich meinen Terminplan einhalten. Was für ein Park ist das denn? Er fällt in Ihr Fachgebiet. Also Sie beide buddeln Dinosaurier aus? Naja. Wir versuchen es. Sie werden sich an Dr. Malcolm gewöhnen müssen. Er leidet an einem entsetzlichen Übermaß von Persönlichkeit, besonders für einen Mathematiker. Chaos, Chaos-Theoretiker, um genau zu sein. Recht herzlich fürs Zuschauen. Willkommen im Jurassic Park. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bei der Straße.